Auf einem Spaziergang hier im jüdisch geprägten Grindelviertel waren Ulf Göttges und sein Sohn Max unterwegs, als der Siebenjährige plötzlich Folgendes zu seinem Vater sagte. Wir müssen die Juden ausrotten, gesagt. Wo hast du das hergehabt? Von YouTube. Wir waren total geschockt, weil wir bei uns zu Hause fallen solche Worte nicht. Er kommt bei uns zu Hause nicht in Berührung mit solchen Inhalten. Das ist völlig unmöglich. Auch die Schule achtet auf sowas ganz genau. Und wir waren völlig entsetzt, aus welchem Zusammenhang er das bekommen hat. Und von Videos wie diesem hat der Zweitklässler die Sätze aufgeschnappt. Populäre Comicfiguren werden mit Nazi-Parolen neu montiert. Auf YouTube kann jeder Filme hochladen. Daher hat der Vater, der selbst im Medienbereich arbeitet, einen Jugendschutzfilter eingestellt. Doch trotzdem kam dann so ein Adolf Hitler-Bild und hatte gesagt, und das Volk. Und da war ich geschockt. YouTube duldet das, obwohl die zur Schaustellung nationalsozialistischer Symbole beispielsweise noch Inhalte außerordentlich kritisch ist, also auch illegal. YouTube wartet darauf, dass man protestiert und reagiert dann formalisiert und tut aber zum Schutz der Kinder selbst gar nichts. YouTube gehört zu Google. Was kaum jemand weiß, die Internetplattform ist offiziell erst ab 13 Jahren freigegeben. Auf unsere Anfrage teilt ein Sprecher schriftlich mit: YouTube ist nicht für Kinder geeignet. Um kindgerechte deutschsprachige Inhalte einfach und ohne Risiko zugänglich zu machen, stellen wir seit über einem Jahr die YouTube Kids App zur Verfügung. Es ist so, dass grundsätzlich erst einmal der Plattformbetreiber aufgefordert ist, für eine ausreichende Jugendschutzsicherung zu sorgen. In der Praxis ist aber so, dass sie häufig relativ leicht umgangen werden können oder dass sie nicht vorkonfiguriert sind und man die Einstellung auch relativ schlecht findet. Vater Ulf Göttges will andere Eltern an der Schule seines Sohnes informieren und damit den Druck auf YouTube verstärken. Ich denke mal, man muss wirklich permanent informieren, permanent aufklären, bis irgendwann mal Politik drauf kommt und sagt, so, pass mal auf, das geht so nicht weiter. Persönliche Konsequenzen hat die Familie schon gezogen. Max darf nicht mehr allein YouTube sehen. Übrigens, das Unternehmen hat zugesichert, die beanstandeten Videos noch einmal zu prüfen.